Ja, Leute, es ist wieder soweit und zwar Anime-Duelle und heute haben wir ein ganz besonderes Duell, denn ja, Leute, wir werden gegen ihn hier spielen, gegen Yugi und zwar mit My Valentine. Ein Charakter, der ziemlich unterschätzt ist, denn sie kann ganz schön auf Beatdown gehen, das musste ich letztes Mal auf jeden Fall spüren. Ich hoffe natürlich, heute spielt das CK, denn wir spielen natürlich wieder mit CK Phoenix zusammen und natürlich das Ganze wieder in ein Best of 3. Bedeutet also, wir werden ein Match machen, schaut also auch bei ihnen vorbei, dann könnt ihr wissen, wer das Match gewonnen hat. Und jetzt gehen wir ganz schnell zum Deck. Gucken wir uns jetzt das Deck an von Mai und ich muss sagen, bei Mai ist etwas sehr besonders, denn Mai wirkt auf den ersten Eindruck immer, dass ein sehr schlechter Charakter ist, beziehungsweise ein schlechter das Deck ist. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, ist das ein ultra krasses Beatdown-Deck. Ja, wir sehen schon, wir haben nicht so viele Monster. Das heißt, Monster ziehen ist natürlich nicht so einfach. Wenn wir aber Monster ziehen, dann haben wir einiges, weil dann können wir gleich sehen. Also erstmal, wir haben eben die Hexe 1-8 Beater. Ne, dann haben wir dunkle Hexe. Ja, Leute, ein Tribut 1-8 ist schon ziemlich schlecht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Unfreundliche Amazone. 2000 Angriff, ja, Tribute dann weg und so, aber einmal Beatsig ist nice. Dann natürlich Cyberharpchen, ne? Wir dürfen halt drei Harpchen spielen. Dann haben wir amazonische Schwertkämpferin, amazonische Kettenmeisterin, amazonische Kämpferin und nochmal zweimal die Königin, nehmen wir natürlich mit und natürlich die Schwestern, sowie natürlich Spieldrache der Harpchen, gehört natürlich dazu, muss Mai sein. Dann natürlich den Vornehmer Ekotist, nehmen wir mit. Dann zweimal Flederwisch, ja, das Spiel 2, wusste ich auch nicht, aber krass, ne, zweimal drin. Dann elegante Vulti drin, Wiedergeburt und Topf und dann noch sogar Ehrung an die Verdammten. Super starke Karten. Und Fluchzerstörer ist natürlich nice, gerade gegen wie sowas wie Verräterisches Schwert oder ähnliches. Dann haben wir noch amazonische Zauberwirkung. Zauber reproduzieren ist eher sehr speziell, aber eine Karte, die man natürlich nutzen kann. Dann Karten der Heiligen. Notfallkarte, wenn nichts mehr läuft, einfach Draw 2, let's go. Dann Habian Phoenix Formation. Es ist nicht so einfach, viele Monster aufs Feld zu bekommen, wenn absolute Killerkarte. Dann Cyber-Shield zum Aufpumpen. Dann Folge dem Wind zum Aufpumpen. Sieges Arikakos zum Aufpumpen. Ihr merkt, Beatdown ist halt da. Dann haben wir MSD, dann haben wir noch ein paar Traps, die ja natürlich zur Amazonen gehören, beziehungsweise hier halt eben Monster angucken, Monster aufdecken. Ist auch nice. Und dann natürlich Harpiens Federsturm. Super starke Karte, kann man hier drin spielen. Dann Fallenfalle. Why not? Kann super gut sein. Spiegelwand und Schwerkraftbindung. Zwei sehr starke Fallenkarten, die man eben spielen kann und da deswegen auch spielen sollte. Und ihr merkt also, es ist ein sehr straightes Beatdown-Deck. Ne? Wir können mit Sieges Alucard-Takas plus eben Cybershield plus Harpie ganz schnell mal ein stärkeres Monster rufen, was eben 2-5 hat. Bedeutet also, Herbeirufen und Totenkopf, dunkler Magier, ähnliches sind dann keine Bedrohung für uns, was sehr gut ist. Das heißt, wir kommen mit sehr guten Monstern klar. Ja, aber dann, wenn die Monster weg sind, haben wir auch ein Problem. Das ist natürlich dann wieder so die andere Seite. Klar, wir haben Monster Wiedergeburt oder ähnliches, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Ist halt sehr straightforward und ich muss sagen, ich bin gespannt, wie das Deck in der Praxis aussehen wird, denn es sieht sehr interessant aus und ist halt wirklich ein krasses Beatdown-Deck. Von daher, rein ins Duell. So, dann wollen wir mal sehen, was das Herz der Karten für uns bereithält. Auf zu Reichtum macht! Also, falscher Anime, aber... Auch zu Reichtum hier, denn ich will das Preisgeld mir abholen. Ja, solange du deine Karten nicht einparfümiert hast, ist mir das relativ egal. Hä? Also jetzt mal for real, ja? Wenn jemand in echt alle 40 Karten einparfümiert hat, das stinkt dermaßen, dass das noch niemand, also dass Joey das so spät gecheckt hat, das riecht man noch meilenweit gegen Wind einfach, Alter. Einfach meilenweit gegen den Wind. Oh. Okay, ich hoffe, das Duell wird jetzt besser, mein Lieber. Ja! Also fängt gut auf! Oh mein Gott! Ich glaube, das. Oh mein. Nein, Alter. Du hast Topf und Wiedergeburt gezogen. Ja, Stronghold, dir geht's wohl sehr gut da hinten, mein Lieber. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist denn hier los? Also, wenn ich jetzt verliere, dann ist es wirklich schlecht. Ich kann jetzt sogar Special! Warte, ist nicht dein Ernst, ey. Ja, plus des Jahrtausends, Alter. Was ist denn los? Einfach Snake Eye Muto. Ja, machen sie mal da drüben. Das ist schon... Was kommt denn jetzt? Flederwisch! Ja, das war eh klar. Nee, nee, nee. Oh mein Gott, okay. Da wollte ich nicht so viel Angst haben müssen, wie ich hatte, aber das hier. Und natürlich hat die 2-4. Da, 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 da.
Boom. So lächerlich einfach. Satz. Ne? Und du bist dran. Aber so lächerlich, was das für Beatsticks sind. Okay. Also. Ja. 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 Aber so. Traurig. Traurig, sagt er. Ja, komm, er ist nur eine Harpie. Das ist nur eine Harpie, ne? Zeichnet den König der Spieler als traurig. Aber hallo. Mal sehen, wie traurig das hier ist. Okay, I see what you mean with I have all cards. Ja. Was ist das denn, ey? Aber jetzt auch gut! Er übertreibt da völlig. So, dann zeig mal deinen Spiegelvorhang. Hast du nicht, okay. Hast du nicht, ne? Mein Geld klötert, wenn du mich angreifst. Als hätte ich so Geld unterm Ärmel, so, und das klötert so raus. Na gut, so. Oh, nett. Du denkst, ich habe kein Monster? Das habe ich nie gesagt. Unfreundlicher Amazon. Und die ist stärker als dein Kämpfer. Das stimmt, aber die zerstört sich gleich selbst. Ja, ich weiß, leider. Was soll ich da machen? Ich kann ja nichts anderes machen als das. So, ich bin froh, dass ich überhaupt zwei Monster ziehe. Bei den Deck ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Also bisher bin ich in einer guten Position. Und wie sieht's bei dir aus? Auch ganz gut. Okay. Alles, ich kann mich nicht beschweren. Okay, fair. So, dann holen wir mal hier den Schweigsamen. Ja, okay. Der macht erstmal nichts. Ja. Und dann machen sie mal. Ja, also dann behalte ich mein Monster jetzt. Ja, schwierig. Hupsala, weg ist er. Oder sie, besser gesagt. Boah. Ach, ganz ehrlich, komm. Als ob er noch einen hat, ey. Ja, was ist denn dein Problem eigentlich da drin? Ja. Was ist dein Problem? Ja. Oh, ich dachte, da kommt Mirror Force. Uiuiuiui. Macht mir doch nicht solche Ängste. Also dafür, dass du meintest, dass du, wenn du das Duell verlierst, sehr traurig wärst, sieht es gar nicht so gut aus. Ja. Ja, jetzt kommen langsam die Bricks wieder. Also du hast fest im Garten gezogen! Tatsache. Ja. Ja. It is what it is. Oh mein Gott. Warum sind die denn alle so stark? Okay, das ist Junge, krass. Das die haben krass. Alle 2-4, 2-5. Siegel von Urikalkos einfach anders bastet. Ich sag dir, da liegt Mirrorforce. Meinst du? Ja. Okay, ja, das ist egal. Das ist auch egal. Die ist was eh tot. Da? Amazonische Bogenschützen. Ja, die ist echt tot. Aber ist egal. So, weg damit. Ich hatte Angst vor der Mirror Force. Weil jetzt kann ich weiter aufmucken! Junge, es nervt einfach. Ah, danke! So, und da dann Rachsüchtiger liegt, machen wir einmal den platt. Und erstmal den platt. So, damit hast du zwei Monster verloren, was schon mal so gut ist, so vom Ressourcen-Game her. Und dann mach mal, ne? Mach mal lieber. Es nervt so unglaublich. Dass die alle so stark sind. Ja. Ich hab doch nur Harpien auf dem Feld. Was ist das Problem? Gold. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob du so viele Züge hast, mein Lieber. Wollen wir mal sehen. Ja, wie der dunkle Magier dich angenickt hat. Marshmallow, okay, I see, wohin das geht, mein Lieber. Ich muss dich ja wirklich schnell besiegen. Ja. Aber eigentlich reichen zwei Züge.
Das wollen wir sehen. Was hast du denn jetzt noch? Ah, noch ein Monster. Ach, halt's Maul, Alter. Also da reichen die drei Züge, glaube ich. So, nehmen wir das hier. Warum sind die denn alle so übertrieben stark, Alter? Was hast du denn für Muscle-Mummies, Alter? Tja, die haben gut gefrühstückt heute. Herr Rachsüchtiger reicht sogar, scheiße. Da brauche ich noch ein Monster für, um das zu besiegen. Nee, Rachsüchtiger reicht nicht. Nein, reicht auch nicht. Ja! Ich kann's geben! Bum, bum, bum. Ey, das ist nicht normal. Du verlierst gegen Habien! Der Einzug! Ich muss jetzt sowas Dummes machen, ne? Also. Okay. Ja. Okay. Und dann killst. Zett Rachsüchtiger. Oh, ist das lustig. Ist das lustig. Ey, Junge, es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Mist. Wie konnte ich denn so viele schlechte Karten ziehen? Oh, das ist so Glück, ne? So Glück. Boah. Du hast so Glück. Ich sag's dir, wie es ist. Ist so Glück, ey. Na egal. Ja, was heißt Glück? Du hast zweimal Flederwisch, deine ganzen Beatsticks. So langsam sind die halt raus. Meh, 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 meh. Ja, was denn? Ist doch so. Meh, 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 meh. Ah, jetzt kommt so ein scheiß Marshmallow an, Alter. Ich glaub's nicht. Besitze ich überhaupt ein Out dafür? Oh Gott, ey. Jetzt fängt sowas wieder an. Wir brauchen eine Banlist. Wir brauchen eine Banlist. Hä, wieso? Marshmallow Nein. muss verboten werden. Hä, Marshmallow ist Yugimoto OG. Ja, am Arsch, ey. So OG ist der gar nicht. Den hat er ziemlich spät erst gespielt. Aber den kennt doch jeder. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also, ja. Ey, Surprise. So, Leute. Holt euch schon mal einen Tee, was zu trinken, zu essen. Kann jetzt noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ich hab ein Out. Du hast ein Out? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Okay, krass. Aber... ich sag mal so, das wird noch dauern, glaube ich. Also ich hab das Out jetzt nicht, ne? Sonst hätte ich ja schon gewonnen. Aber ich weiß, dass ich ein Out im Deck besitze. Also ich besitze irgendwo im Deck ein Out. Ah, ich glaube, ich weiß sogar was. Oh! Oh, die Karte hilft mir auf jeden Fall sehr dabei, diesen ein Stückchen näher zu kommen. Top Deck hier. Oh! Ne, bringt ja gar nichts. Was denn jetzt? Ich dachte, ich hätte hier voll das Krasse, aber ja, komm, Pass. Nee, ich hatte einen Denkfehler gehabt. Das ist die der Verdammten, ne? Oder was meinst du? Spiel ich die auch? Ich glaube schon, ich weiß es ja, nicht. Ja, ich habe noch ein Out! Ich habe zwei Outs im Deck! Okay, ja dann. Ja, dann. Set Pass. Ja, also, wenn der Herr so viele Outs spielt. Hä, zwei? In 24 Karten? Ja, aber dann kann man ja auch mal langsam überlegen, vielleicht was dagegen zu unternehmen. Aha, ist das so? Mhm. Okay. Tell me more. Oh, Gehirnkontrolle. Das ist stark. Aber Life Points gehen anders den Bach runter. Ja, das stimmt durchaus. Ist auch smart, die zu übernehmen. Macht auch Sinn. Macht komplett Sinn. Wie er Angst hat, weil ich zwei Removals habe im Deck. Osterblader. Uha. 2-6. Und stark. Das war doch nicht alles. Monster-Reanimation. Jetzt übertreib doch mal. Du holst jetzt Marshmallow wieder. Wäre eine Option, ne? Und dann gehst du für den Push. Ja, ich bin ja fast down, für mir drauf. Also so geil ist das ja gar nicht mal.
Ich hole mir meinen stummen Schwertkämpfer. Oh, oh. Ja gut, jetzt war manchmal noch mein kleinstes Problem gerade. Exakt. Oh, das ist gut, das ist gut. Gutes Comeback, mein Lieber. Muss ich dir lassen. Ja. Sehr gutes Comeback. Stummer Schwertkämpfer greift an und bitteschön. Sag nicht, du hast jetzt Cyber-HP plus Cyberschild. Das mache ich jetzt gleich. Ey, Digga. Jetzt wird aber besser. So, mein Lieber, wollen wir es zuerst mal beenden, oder? Ey, Junge. Ich werfe das ab und werfe das ab. Ja. Und jetzt, deine Spiegelkraft wird mich nicht aufhalten. Okay. Und jetzt beschwöre ich meine Cyber-Apie. Jetzt aktiviere ich elegante Wohltäterin. Du meinst vornehmer ihr gutes. Ja, ist egal. So, und jetzt Cyber-Schild! Junge! Attacke! Attacke! Warum sind das denn alles so dicke Brummer? Du bist dran! So ein Ding ist das! Komm schon, Herz der Karten. Ein Mirror Frost kann ich noch retten. Herz der Karten gibt mir nur Tributmonster, yay! Ja! Nur Tributmonster! Du hast alle Power Spells durch! Crazy. So. Und jetzt? Hast du Kyrybo in der Hand? Ich spiele den gar nicht. Weil sonst könnte ich was Dummes noch machen. Nee, ich greife einfach an. Ich könnte dunkle Hexe Tribut beschwören. Lol. Und selbstverständlich, nach einem Duell muss die Auswahl des nächsten Charakters kommen. Spin the Rat, let's go. Und wir haben... Und? Oh, alte Bekannten, Big Five. Oh, okay, ja, mal sehen. Ja, da haben wir wieder die Big Five erwischt. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Denn sie haben wirklich gute Karten, ein interessantes Deck. Und es macht wirklich Spaß, damit zu spielen. Also bin ich natürlich gespannt, was nächste Woche uns erwarten wird. Und vor allen Dingen, auf welchen Charakter Sieger gezogen hat. Falls ihr das Ganze sehen wollt, geht einfach rüber zu seinem Video. Dort ist eben auch Rest des Matches zu sehen. Also in der Endcard einfach aufs Video klicken. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.